Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um Morde an zwei Frauen. Also ein Cold Case und dieser wurde vor einiger Zeit wieder neu aufgerollt. Die beiden Opfer sind Anja Witt und Vanessa Wadelmann. Die Taten werden dem gleichen Täter zugeordnet. Dargestellt wurde der Fall, oder besser gesagt die Fälle, in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 13. November 2019. In seiner Einleitung sagt Rudi Zerne, dass dieser Täter mindestens zwei Frauen, eben die beiden, in einem Abstand von 7 Monaten getötet hat. Und was diesen Fall eben besonders rätselhaft macht, ist, dass die Frauen sich kannten und vor der Tat beide in ständiger Todesangst lebten. Es gab oder es gibt von der Polizei zwei Ansätze zur Ermittlung in diesen beiden Fällen, die schlussendlich auch zu unterschiedlichen Tätern führen würden. Also ein Täter in beiden Fällen, aber die Motivation, also das Motiv, wäre dann in den Fällen oder in den Ansätzen anders. Wobei man sich, so wie es aussieht, in all den Jahren erst einmal in die falsche Richtung bezüglich der Tätersuche begeben hat. Aber beginnen wir erst einmal mit den Fällen. Die Darstellung bei Aktenzeichen beginnt damit, dass ein Pärchen am Samstag, dem 26. September 1992, mit dem Fahrrad einen Weg entlang an der Luhe fahren. Nur wenige Kilometer südlich von Bremerhaven. Plötzlich hält der Mann auf diesem Weg an, da er etwas gesehen hat im Gebüsch bzw. in den dort an den Weg angrenzenden Bäumen. Er geht ein Stückchen in den Wald hinein. Dann sieht er dort etwas liegen und als er sich langsam nähert, kann er sehen, dass es sich um eine Frau handelt. Er spricht diese an, sie reagiert aber nicht. Und als nächstes sieht er, dass ihr Mund mit einem Klebestreifen verklebt ist. Die beiden machen sich dann sofort mit ihren Fahrrädern auf den Weg, um die Polizei zu rufen. Der genaue Ort ist in einem Waldstück an der B215 in der Nähe der A7 an der Ausfahrt Verden Nord. Ein Bild von der Polizei, welches damals aufgenommen wurde, seht ihr jetzt hier auch eingeblendet. Nachdem die Polizei den Fundort abgesucht hat, kann die Leiche später identifiziert werden. Es handelt sich dabei um Vanessa Wadelmann. Diese ist 22 Jahre alt und als Drogenkonsumentin bekannt. Sie war seit 2 Jahren heroinabhängig und zuletzt ohne festen Wohnsitz. Wahrscheinlich beschaffte sie sich das Geld für ihren Drogenkonsum seit 2 oder 3 Wochen auf dem Straßenstrich in Bremerhaven. Man geht davon aus, dass der Fundort auch der Tatort ist. Ihr seht jetzt gleich ein Bild eingeblendet, wo mehrere Tatwerkzeuge bzw. Gegenstände gezeigt werden, die man am Tatort gefunden hat. Ihre Hände wurden hinter dem Rücken mit einem Kabelbinder gefesselt und der Mund mehrfach mit Leukoplast umwickelt. Also mehrfach hinter dem Kopf herum. In der Aktenzeichen-Y-Sendung wird dann gesagt, dass Leukoplast vorrangig von Sportlern oder Medizinern genutzt wurde. Bei uns war es aber so, dass Leukoplast eigentlich immer im Haus war. Allerdings wohl, so wie es aussieht, hat der Täter eine besondere Breite benutzt. Das wird in der Nachbesprechung gesagt. Und zwar waren diese Leukoplaststreifen dann 5 cm breit und im Haushalt wurden normalerweise dann solche Leukoplastrollen gekauft, wo dieses Leukoplast dann so 2 bis 3 cm breit war. Und das hatten wir auch im Haus. Und diese breiten Streifen, die konnten wohl nur in der Apotheke erworben werden. Und wurden damals dann eben wohl vorrangig von Medizinern oder Sportlern gekauft. Vanessa wurde ermordet und zwar mit einer weißen Nylonschnur, die knapp 1 Meter lang war und an beiden Enden wurden vom Täter Schlaufen angebracht, um besser zuziehen zu können. Neben ihrem Kopf wurde eine Plastiktüte von Rewe gefunden. Man vermutet, dass sie gefesselt im Auto saß, als zum Tatort gefahren wurde und der Täter ihr diese Plastiktüte für die Fahrt über den Kopf gezogen hat, damit sie nicht sehen kann, wohin der Täter fährt. Vermutlich handelte es sich um ein sexuelles Motiv, denn an Vanessas Sweatshirt wurden Spermaspuren gefunden. Man geht davon aus, dass diese vom Täter stammen.
Und das widerspricht sich dann so ein bisschen in der Darstellung, die jetzt folgt, weil hier wurde ja gesagt, dass man von einem sexuellen Motiv ausgeht. Und gleich geht man in der Darstellung dann von einem anderen Motiv aus. Und um herauszufinden, wer der Täter ist, hat die Kripo dann mehrere mögliche Zeugen aus dem Drogen- und Straßenstrichmilieu ein- bzw. vorgeladen. Und unter den Personen, die eingeladen wurden, ist dann auch ihre Bekannte Anja Witt. Die Vernehmung der Personen gestaltet sich schwierig, weil sie natürlich teilweise dort konsumiert erscheinen. Anja Witt gibt in der Befragung an, dass sie Vanessa aus der Schule kannte. Diese war damals 2 oder 3 Klassen unter ihr. Und als Vanessa dann auch mit den Drogen anfing, haben die beiden sich ab und zu gesehen. Vanessa hatte damals zu Anja gesagt, dass sie nie auf den Strich gehen wolle. Aber dann ist sie dort doch irgendwann aufgetaucht. Die Vernehmungen ergeben, dass Vanessa wohl eine Menge Probleme hatte und auch eine große Angst hatte. Es ging wohl darum, dass sie einen oder mehrere Dealer betrogen hat. Sie wollte oder sollte für diese wohl Stoff weiterverkaufen, hat dies dann aber selber konsumiert. Und seit diesem Zeitraum hat sie dann wohl 20.000 D-Mark Schulden bei einem Dealer gehabt. Diesbezüglich hatte sie dann wohl Angst, dass sie getötet wird, wenn sie das Geld nicht zurückzahlt. Und anhand der vorgeladenen Personen wird dann ein Phantombild eines Mannes erstellt, von dem sie besonders Angst hatte und zu dem sie dann wohl auch am Straßenstrich in den Wagen eingestiegen ist. Das Bild, also das Phantombild, zeige ich euch am Ende im Zusammenhang mit einem anderen Phantombild. Dieses Bild, also dieses Phantombild, wurde Anja Witt dann auch gezeigt und sie sagt, dass sie den Mann nicht kannte und auch noch nie gesehen hat. Und aufgrund dieser Informationen stellte sich dann für die Polizei erst einmal die Frage, handelt es sich um einen Sexualmord oder um einen Drogenmord wegen der Unterschlagung? Dann wird ein bisschen zu Anja Witt erzählt. Diese ist auch seit Jahren abhängig und ist 26 Jahre alt. Sie teilt sich ihre Wohnung mit Freunden aus der Drogenszene. Und die Wohnung sieht dann auch ein bisschen so aus, wie damals in den 70er Jahren eine Konsumentenwohnung ausgesehen hat. Anja ist alleinerziehende Mutter einer 5-jährigen Tochter, die mit ihr in dieser Wohnung lebt. Und in der Darstellung regt sich Anja dann auf, da ihre Mitbewohner oder Mitbewohnerin anscheinend, als ihre Tochter noch wach war, praktisch vor ihren Augen konsumiert haben. Dann verlässt Anja in der Darstellung noch einmal die Wohnung, geht zum Strich und geht ihrer Arbeit nach. Dann macht die Darstellung einen Sprung. 6 Monate später ist es der Polizei immer noch nicht gelungen, den Fall Vanessa Wadelmann aufzuklären. Im April 1993 geht Anja Witt dann zusammen mit ihrer Tochter zu der Pflegemutter, von der sie selber als Kind betreut wurde. Also da scheint noch ein enges Verhältnis gewesen zu sein. Anja erzählt dieser Pflegemutter, dass sie Probleme hat und fragt, ob die oder ihre ehemalige Pflegemutter sich um ihre Tochter kümmern kann und sie die bei ihr lassen kann. Denn sie hätte ja schon mehrfach auf sie aufgepasst. Die Pflegemutter fragt dann, ja, wie lange denn? Und Anja sagt, ja, für immer. Die Pflegemutter ist davon nicht begeistert, weil sie ja mittlerweile auch schon älter geworden ist. Und Anja erklärt ihr, dass es nicht anders geht, dass sie bedroht wird. Auf Nachfrage, wer sie denn bedroht und warum, sagt sie, dass sie etwas über einen Mord weiß. Und zwar geht es da um den Fall von Vanessa Wadelmann. Und in diesem Fall wurde der Täter ja noch nicht gefunden. Auf die Nachfrage der Pflegemutter, ob sie denn genau weiß, wer es war, sagt sie ja. Daraufhin sagt die Pflegemutter, dass sie sofort bei der Polizei anrufen muss. Und Anja entgegnet daraufhin, wenn sie das macht, ist sie sofort tot. Etwa 4 Wochen nachdem Anja ihre Tochter weggegeben hat, konsumiert sie noch mehr. Vermutlich wegen des Schmerzes, dass sie ihre Tochter nicht mehr bei sich hat. Am Samstag, dem 8. Mai 1993, dem letzten Tag im Leben von Anja Witt, erscheint ein Mann in der Wohngemeinschaft von Anja und fragt nach ihr. Aber Anja ist dort zwar in der Wohnung anwesend, aber in einer Art Tiefschlaf. Und auch alle anderen Bewohner haben in dieser Darstellung etwas stark konsumiert. Er weckt dann jemand anderes dort in der Wohnung und
sagt, dass er mit Anja sprechen will. Die Mitbewohnerin will erst einmal wissen, wie er denn überhaupt in die Wohnung gekommen ist. Und er sagt, dass die Tür offen stand. Und er sagt ja dann nochmal, dass er mit Anja sprechen will. Und die Mitbewohnerin sagt ihm dann, dass sie gerade erst konsumiert hat und wohl erst gegen Mittag wieder ansprechbar sein wird. Der Mitbewohnerin sagt er dann, dass er um 15 Uhr wieder da ist und er ihr 200 Mark gibt, also der Anja, wenn sie dann für ihn da ist. Bis heute ist unklar, wer dieser Mann gewesen ist. Am gleichen Tag geht Anja dann gegen 23.30 Uhr wieder auf die Straße, also auf den Strich, um ihrer Arbeit nachzugehen. Die Mitbewohnerin ist dann auch dort und fragt Anja, warum sie denn um 15 Uhr nicht da war. Also scheint der Mann tatsächlich dann um 15 Uhr wieder dort in der Wohnung aufgeschlagen zu sein. Anja sagt, sie konnte nicht, da sie etwas erledigen musste. Außerdem wusste sie gar nicht, wer der Typ sein sollte. Ihre Mitbewohnerin sagt, dass es doch egal ist, wer der Typ ist und warum sie denn nicht an die 200 Mark gedacht hat, die sie doch mit Sicherheit gut gebrauchen könnte. Dann sagt sie noch, wenn Anja Glück hat, kommt er gleich nochmal vorbei. Denn er wäre erst vor ein paar Minuten hier gewesen am Strich und hätte schon wieder nach Anja gefragt. Dann wird eine Szene gezeigt, wie Anja zu einem Mann in den Wagen steigt und wegfährt. Aber laut der Darstellung dürfte es nicht der Mann gewesen sein, der vorher nach ihr gesucht hat. Am nächsten Tag dann wird Anja in einem Waldgebiet an der A27 bei Verden gefunden, rund 100 Kilometer von Bremerhaven entfernt. Ihre Leiche ist unbekleidet und auch bei ihr wurde der Mund mit Leukoplast zugeklebt und auch sie wurde erdrosselt. Unter den Fingernägeln wurden dann Hautpartikel eines unbekannten Mannes gefunden. Die ermittelte DNA ist unvollständig, aber es deutet alles darauf hin, dass es der gleiche Täter wie bei Vanessa Wadelmann war. Damit endet dann auch die filmische Darstellung und beide Fälle an Vanessa und Anja wurden dann nochmal einer Untersuchung der operativen Fallanalyse des Landeskriminalamtes unterzogen. Dort wurde dann noch einmal festgestellt, dass beide Fälle zusammenhängen. Die Ermittlungen haben sich damals hauptsächlich im Drogenumfeld der beiden Frauen abgespielt. Dies ist möglich, dass der Täter dort zu finden ist, aber man geht auch der Hypothese nach, dass nach einem Serientäter gesucht wird, der bewusst aufgrund sexueller Motive beide Frauen aufgenommen und dann getötet hat. Zum Täterprofil wird gesagt, dass dieser regionale Bezüge zu Bremerhaven und Verden gehabt haben muss. Beide Frauen wurden direkt an der A27 gefunden, zwischen den Orten Bremerhaven und Verden. Da seht ihr jetzt auch gleich einmal die entsprechenden Luftaufnahmen der beiden Fundorte. Dieser Mann muss diese Wegstrecke gut gekannt haben. Und eventuell ist er diese Wegstrecke aus beruflichen Gründen oft gefahren. Weiterhin muss er sich auf dem Straßenstrich in Bremerhaven sehr gut ausgekannt haben. Er könnte vor oder auch nach der Tat dort aufgefallen sein. In der Nachbesprechung wird der Täter dann noch entmonstert. Das heißt, dass er ein ganz normaler Mitbürger wahrscheinlich ist und gar nicht auffällt und ihm niemand diese Tat zutraut, da er seine Neigungen gut versteckt. Es wird dann noch auf die Örtlichkeiten eingegangen. Also beide Frauen sind Anfang der 1990er Jahre im Bremerhavener Stadtteil Leer auf den Straßenstrich gegangen. Und zwar in der Van Heukelum Straße. Diesen Straßenstrich gibt es heute übrigens nicht mehr. Der Fundort von Vanessa liegt etwa 30 Kilometer südlich von Bremerhaven bei Lockstedt in der Nähe der B6 und der A27. 7 Monate danach wurde Anja Witt getötet. Auch sie wurde an der A27 gefunden. Rund 100 Kilometer von Bremerhaven entfernt. Dann geht es nochmal um den Mann, zu dem Vanessa in den Wagen gestiegen ist und der Anja in der Wohnung aufgesucht hat. Es könnte sich dabei um einen und denselben Mann handeln, aber auch um zwei unterschiedliche Männer. Links seht ihr den Mann, der Vanessa 2 Tage vor ihrem Verschwinden in einem PKW aufgenommen hat. Er soll damals etwa 40 Jahre alt gewesen sein, mit längeren dunklen Haaren und er war Schnauzbartträger. Er soll dort mit einem älteren blauen Kleinwagen erschienen sein.
ähnlich einem VW Polo der Baureihe 1980 bis 1985. Und bei dem Phantombild rechts handelt es sich um den Mann, der sich vor der Tat an Anja Witt nach ihr erkundigt hat und später noch einmal auf dem Straßenstrich erschienen ist. Der Mann ist etwa 35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare und sprach Deutsch mit einem bisher nicht identifizierten Dialekt. Die Fahnder suchen Zeugen, die sich in den Jahren 1990 bis 1995 auf dem Straßenstrich im Bereich Bremerhaven, insbesondere in der Van-Heukelum-Straße und in der Lessingstraße, aufgehalten haben und von Freiern berichten können, die mit speziellen grenzüberschreitenden sexuellen Wünschen aufgefallen sind, zum Beispiel durch Würgen, Fesseln oder Knebeln. Vielleicht sei auch jemand aufgefallen, der sich in besonderem Maße für die Berichterstattung rund um die beiden Tötungsdelikte interessiert hat. Der Täter soll das Seil, mit dem die Frauen erdrosselt wurden, den Beamten zufolge übrigens extra angefertigt haben. Nach der Aktenzeichen Y-Sendung sind natürlich Hinweise eingegangen, die unterscheiden sich aber ziemlich in den Darstellungen in den Printmedien. Also insgesamt sollen dort wohl nach der Sendung im November 2019 rund 250 Hinweise eingegangen sein. Allerdings fehlt noch der entscheidende Hinweis. Insgesamt sind in dem Fall mehr als 800 Personen überprüft worden und ca. 450 Speichelproben wurden eingeholt. Und es gibt auch Anrufer, die sich auf die Phantombilder gemeldet haben. Im Fall des zweiten Phantombildes hatte sich ein Anrufer gemeldet, der sehr konkrete Hinweise geben konnte, erklärte damals in der Sendung Alfred Hettmer vom LKA München am Ende der Sendung. Also insgesamt war wohl die Resonanz auf die Sendung sehr gut und es gab auch eine tolle Beteiligung in den sozialen Medien, sagte da die Polizeiinspektion Cuxhaven, besser gesagt Anke Rieken von der Polizeiinspektion Cuxhaven. Ob eine heiße Spur darunter sei, müssten dann die weiteren Ermittlungen ergeben. Dann gab es noch ein Update und zwar in der Sendung vom 13. Juni 2022. Und da sagte dann Alfred Hettmer, dass sich viele Leute wegen der Tat Werkzeuge gemeldet haben und es eben auch Hinweise auf eine konkrete Person gibt, die mit der Tat zu tun haben könnte. Das dürfte dann eben die Person auf dem rechten Phantombild gewesen sein. In einem Artikel von moin.de heißt es, die Ergebnisse der Ermittlungen zeigen zudem, dass eine Verbindung des Täters zum Drogenmilieu unwahrscheinlich erscheint. Es ist uns gelungen, eine Vielzahl von Personen aus dem Drogenmilieu von damals zu ermitteln und zu überprüfen. Damalige Tatverdächtige konnten wir hierbei entlasten, so der Leiter der Ermittlungsgruppe. Vielmehr geht die Polizei inzwischen von einem Serientäter aus, der auch bundesweit agiert haben kann. Er muss heute zwischen 60 und 70 Jahre alt sein und völlig unbemerkt irgendwo in Deutschland leben. In den 90er Jahren hatte er wahrscheinlich eine Verbindung nach Norddeutschland. So, das war es erst einmal, was es zu den beiden Fällen zu sagen gibt. Zu Beginn der Ermittlungen war man ja davon ausgegangen, dass die Tat mit dem Drogenmilieu zu tun hat. Und in diesem Bereich wurden die entsprechenden Ermittlungen angesetzt. Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Vanessa hatte ja anscheinend Stoff, welchen sie verkaufen sollte, selber konsumiert. Man ging dann davon aus, dass dies der Grund war, warum sie getötet wurde, weil sie halt eben das Geld nicht zurückzahlen konnte, was sie den Personen jetzt schuldete. Und es wurde ja dann ermittelt, dass sie vorher zu einem Mann in den Wagen stieg oder in einen Wagen stieg und dessen Phantombild zeigte. Und Anja gab dann später an, dass sie bedroht wurde, da sie anscheinend wisse, wer Vanessa getötet hat. Und dann ist ja wohl dieser Mann aufgetaucht, oder soll dieser Mann aufgetaucht sein, in der Wohnung, in der Anja lebte. Und dort soll er ja versucht haben, mit Anja zu reden, ist dort noch einmal in der Wohnung erschienen am gleichen Tag und am gleichen Abend dann auch nochmal auf dem Straßenstrich. Von diesem Mann wurde ja auch ein Phantombild angefertigt. Und das hatte schon eine Ähnlichkeit mit dem Phantombild
von dem Mann, zu dem Vanessa in den Wagen gestiegen sein sollte. Oder zu dem Vanessa in den Wagen gestiegen ist, sagen wir es besser so. Und von daher ging die Polizei davon aus, dass Vanessa getötet wurde wegen der Unterschlagung und Anja dann getötet wurde als Zeugin bzw. Mitwisserin, also wer der Täter ist. Und heute geht die Polizei aber nicht mehr davon aus, sondern vermutet den Täter im Sexualbereich. Also ein Täter, der eben spezielle Fantasien hatte, diese auslebte und die dann final mit der Tötung der beiden endete. Die Frage stellt sich natürlich, wer war denn der Mann in der Wohnung? Hat es diesen Mann überhaupt mit Sicherheit gegeben? Vielleicht war der Mann auch in der Wohnung, aber dass die Frauen vielleicht aufgrund ihres Konsums dort etwas durcheinander gebracht haben. Denn sagen wir es mal so, es ist einmal recht ungewöhnlich, dass jemand, der jemanden töten will, weil er etwas weiß, dann in der Wohnung da auftaucht, wo sich mehrere Personen befinden und dann ganz vehement darauf verweist, dass er mit Anja sprechen will. Und weiterhin ist es auch ungewöhnlich, dass ein Freier vom Straßenstrich in der Wohnung der Frauen auftaucht, mit der er dann schon mal oder die er schon mal gebucht hat, drücken wir es so aus. Es sei denn, in diesem Fall handelt es sich irgendwie um eine besondere Art von Kunde, dem Anja vielleicht auch verraten hat, wo sie wohnt. Allerdings muss man wiederum auch sagen, dass Anja ja ganz klar in ihrem Umfeld geäußert hat und auch eben ihrer ehemaligen Pflegemutter gegenüber, dass sie Angst hat, dass sie jemand umbringt, eben weil sie weiß, dass sie weiß, wer Vanessa Wadelmann damals getötet hat. Also ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt diese beiden Sachen in Einklang bringen muss. Also es sieht ja so aus, als wenn die Tat an beiden Frauen ein Sexualdelikt war. Auf der gleichen Seite gab es dann aber ja noch diese Geschichte, dass die Vanessa ja was unterschlagen hat, deswegen Schulden hatte und dass dann eben Anja auch davon etwas erfahren hat und vielleicht war es so, dass man einen Täter vermutet hat, dass man gesagt hat, okay, Vanessa wurde getötet wegen dieser Drogengeschichte und dass Anja darüber Bescheid wusste, wer oder wen man meint, der diese Tat begangen hat und dass sie sich deswegen bedroht fühlte. Also im Prinzip sind es zwei komplett unterschiedliche Stränge und damals ist man ganz klar wohl diesem Strang nachgegangen, dass eben Vanessa wegen dieser Unterschlagung getötet wurde und Anja eben als Mitwisserin. Aber heute sieht es eben anders aus, man geht eben von einem Sexualdelikt aus, sodass diese beiden Stränge praktisch nichts miteinander zu tun haben und dieser Täter durchaus auch für andere Taten bundesweit in Betracht gezogen wird. Was in dem Fall ansonsten noch interessant ist, ist auf jeden Fall, dass hier mal wieder Bremerhaven auftaucht. Und wir hatten ja schon einige Fälle, auch im Bereich der Trempermorde, in denen Bremerhaven und die Umgebung eine große Rolle gespielt hat. Irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, aber das wird wohl noch dauern, bis das mal irgendwann eintritt, möchte ich da echt mal so ein ganz komplettes Video drüber machen, über diese kompletten Trempermorde, was wann passiert ist, welche Fälle aufgeklärt wurden, welche nicht. Also da in dem Bereich Bremerhaven und Umgebung, da hat es sehr, sehr viele Fälle gegeben. Vielleicht hat ja irgendjemand von euch auch mal die Lust und hat auch vielleicht Material dazu, einfach mal was zusammenzustellen, dass wir mal so eine Art gemeinschaftliches Projekt starten. Wenn ihr dazu Lust habt und auch vielleicht Zeit dafür habt oder auch interessantes Material dazu habt, dann schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. Ich denke mal, da könnten wir eine super Gemeinschaftsarbeit draus entwickeln. So, das war's dann mit dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!